Wir bleiben bei den Profis, nämlich bei Ihnen, liebes Publikum, wie Sie als Profis die Baader-Bank in den Bereichen Banking Services, Research, Corporate Access, Derivatehandel und Clearing, Outsourced Trading und Portfolio Management sowie im Brokerage zu Ihrem Vorteil nutzen können, zeigen Ihnen nun meine, wie Sie sehen, gut aussehenden Kolleginnen und Kollegen in einem, wie ich finde, sehr kurzweiligen Video. Wie angekündigt, ein Video aus unserer Firmenzentrale vergangene Woche gedreht, kombiniert mit vielen guten Argumenten, warum Sie als Vermögensverwalter, Asset Manager mit uns arbeiten sollten. Herzlich willkommen zum Vermögensverwalterforum, auch von mir, dieses Jahr aus der Baader Bank. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Albrecht Kümmerer. Ich bin in der Baader Bank verantwortlich für das Banking Services. Was ist Banking Services? Ganz einfach, das ist Konto-Depot-Geschäft, wobei wir in der Baader Bank Betonung auf Depot- und Wertpapierhandelsgeschäft legen. Wir führen Depots für Endkunden von Vermögensverwaltern und Anlageabschlussvermittlern. Wir führen aber auch Depots für sogenannte institutionelle Kunden wie Family Offices, Stiftungen, Eigenhandelsfirmen und andere Finanzinstitute. Wichtig dabei ist, dass diese Kunden nach MiFID II mindestens als professionelle Kunden einklassifiziert werden können. Warum? Deswegen, weil wir kein direktes End- oder Privatkundengeschäft haben in der Baader Bank. Wie arbeiten wir mit Ihnen zusammen? Ganz einfach, wir machen für Sie Konto, Depot, Wertpapierhandel aus einem Guss. Das heißt, wir legen Wert darauf, dass wir möglichst effizient für Sie in Ihrem Tagesprozess zusammenarbeiten. Das heißt, wir können Ihnen eine komplette Lösung darstellen, so wie wir üblich für alle Vermögensverwalter von anderen Depotbanken auch gewohnt. Aber wir können auch komplett digitale Schritte für Sie darstellen. Wir haben uns als Vorreiter in der Digitalisierung vor allem darauf konzentriert, die Schnittstellen zu Ihnen möglichst optimal und technisch weit entwickelt zu gestalten und in Folge bei uns im Haus die Prozesse auch automatisiert und effizient skalierbar darzustellen, damit Sie Ihre Anlagestrategien bei Ihren Kunden und bei einer Vielzahl von Kunden auch effizient und möglichst skalierbar aufsetzen können. Wir vom Sales-Team, das ist die Annika Glücker, Franz Uhl und ich, begleiten Sie im Setup dieser Prozesse. Dazu gehört das Kunden-Onboarding. Das können wir klassisch papierhaft oder digital automatisiert machen mit Ihnen. Dazu gehören natürlich die ganzen Reports, die Sie benötigen und auch die Reporting-Daten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen für Ihre Systeme, in denen Sie die Daten weiterverarbeiten. Und logischerweise gehört auch der Handelsprozess dazu, den Sie optimal mit uns herstellen können, entweder elektronisch oder den direkten Kontakt zu unseren Händlern suchen. Wenn das alles aufgesetzt ist, dann kommen Sie in Ihrem täglichen Geschäft regelmäßig mit unseren Fachabteilungen in Beziehung, die Sie dann auch begleiten. Das zum einen die Handelsabteilung und das Middle Office für den Wertpapierhandelsprozess und unser Kundenservice, der Ihnen für alle Fragen und Themen rund um Konto, Depot, Zahlungsverkehr Rede und Antwort steht und zur Verfügung steht. Kommen Sie zu uns. Wir unterstützen Sie, begleiten Sie und wir stehen in den gesamten Prozessen hinter Ihnen. Sprechen Sie uns an. Damit gebe ich weiter an Tanja Großschädel und Markus Meyer. Von denen erfahren Sie mehr zu Research und zu Corporate Access. Rein virtuell Unternehmen, dass man das erstens auf der Webseite noch sehen kann, ja. Und auch für die Teilnehmer vor Ort, dass die einfach wissen, okay, ich kann ins Forum und Sofitel, das Unternehmen ist tatsächlich vor Ort, ja. Oder es wird eben gestreamt. Ja. Geht schon los. Ja, danke. Für dich und dein Team waren in den letzten Tagen immer wieder super busy, also nicht, dass es sonst langweilig ist, macht ja sehr viel. Erzähl mal, wie geht's denn jetzt, wie läuft's mit dem Weg, was waren so die großen Herausforderungen in den letzten Tagen? Ja, also es ist tatsächlich sehr nervenaufreibend. Auf der einen Seite blutet das Herz so ein bisschen, weil die Konferenz unsere Flaggschiff-Konferenz ist. Noch so ein bisschen mein Baby im 9. Jahr dieses Jahr. Wir haben angefangen mit 3 Tagen und 92 Unternehmen, sind jetzt bei 5 Tagen und knapp 230 Unternehmen. Und ich glaube, da kann ich sowohl für Teilnehmer als auch für Mitarbeiter sprechen.
Das ist einfach eine tolle Veranstaltung. Wir sind gerne vor Ort. Deswegen, ja, einfach schade, dass wir es dieses Jahr nicht so haben können wie immer. Aber glücklicherweise machen wir es eben als Hybridveranstaltung, als eine der wenigen tatsächlich weltweit und bieten einer begrenzten Anzahl an Personen vor Ort im Sofitel zu sein und nehmen die anderen virtuell dazu. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, gerade auch für die nordamerikanischen, australischen Kunden, die können trotzdem dabei sein, auch wenn sie nicht reisen dürfen. Sie können sich die Präsentationen und auch die Meetings virtuell anschauen. Ja. Wir haben danach die Möglichkeit, auch noch eine gewisse Zeit das anzugucken und haben eben auch für das Vermögensverwalterforum, was komplett virtuell stattfindet, die Möglichkeit, man kann sich jederzeit in die Präsentation reinklicken, kann danach auch nochmal sich das in Ruhe anschauen, kann uns kontaktieren, wenn es noch Fragen gibt. Also dafür, dass es eine schwierige Situation für alle ist, glaube ich, haben wir da eine gute Lösung geschafft und freuen uns, wenn es dann in anderthalb Wochen losgeht und wir die wenigen Teilnehmer vor Ort begrüßen können. Ja, ganz sicher, sehr komplex, was wir machen. Weil er macht ja nicht nur unsere Riesenkonferenz da, sondern hat ja ganz vieles auf der Agenda. Was macht er? Was hat er alles dafür für Sachen, die er in unseren Kunden anbieten kann? Genau. Ja, eine große Veranstaltung ist noch unser Tag der offenen Tür, der sich hauptsächlich an Vermögensverwalter richtet. Den machen wir hier in meinem Unterschleißheim. Dieses Jahr haben wir aufgrund der Situation auch ausgesetzt und freuen uns umso mehr, dann wieder auch nächstes Jahr richtig Gas zu geben. Und ansonsten bieten wir verschiedene Konferenzen in Toronto, die Austrian Conference mit rein österreichischen Unternehmen. Wir haben diverse Company Roadshows eigentlich tatsächlich auch weltweit. Wir haben eine Konferenz in Warschau, also bunt gemischt von Unternehmensseite und aber auch von Investorenseite viele Möglichkeiten, Kontakt und eine Plattform einfach für beide zu schaffen. Und das war die letzten Monate auch dann virtuell? Genau, wir haben relativ schnell auch virtuell umgestellt. Also glücklicherweise mussten wir eigentlich gar nichts absagen, sondern es wäre entweder verschoben oder in der hybriden Variante eben jetzt bei der Konferenz oder komplett virtuell. Und das hat klar bei der Umstellung am Anfang, aber hat eigentlich gut geklappt und wir haben gesehen, dass es auch auf Interesse und Zuspruch stößt. Wir hoffen, dass dann auch die baldigen Veranstaltungen wieder physisch sind. Auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich für das Vorteil, aber physisch ist dann, das geht schon ein bisschen ab. Ja, total. Kunden auch hinter die Bühne sehen. Ja, genau. Wie ist es bei euch? Wir haben ja einige Unternehmen, die wir auch in der Coverage haben vor Ort. Wir haben ja noch Alpha Value, die Nada Euro Plattform geschaffen. Wie viele Unternehmen sind da jetzt genau in der Coverage? Ja, auf unserer Coverage haben wir so roundabout 6 Unternehmen. Ja, wir haben 43 Listen, die aus 15 Ländern, 30 Sektoren diese Unternehmen covern. Wir haben ja also Equity Research, also auch Credit, also auch ESG Research. Da hatten wir einen Vorteil jetzt in dieser virtuellen Zeit, dass unsere Plattform interaktiv und virtuell ist. Also von da konnten dann unsere Kunden auch mit Analysten relativ leicht mit Chat oder anderen Medien in Kontakt treten. War aber auch nicht so leicht, weil wir natürlich sonst unsere Unternehmen und auch unsere Kunden immer physisch auch treffen. Und jetzt natürlich zwar der Austausch schon da war, aber natürlich wir auch da uns freuen, wenn uns auch die Unternehmen und die Kunden dann eben vor Ort wieder physisch sehen, wenigstens einen kleinen Teil. Ja, klar. Und wie funktioniert das, wenn ich jetzt zum Beispiel als Vermögensverwalter Zugriff zur Plattform, zur Research, zu Analysten habe? Brauche ich da einen Vertrag? Gibt es da verschiedene Packages? Wie ist das aufgebaut? Also wir versuchen ähnlich wie ihr mit Roadshow und Corporate-Access-Aktivitäten so flexibel wie möglich zu sein und auch bei jedem irgendwo das zu bieten, was er haben möchte. Und da haben wir vom Premium Package bis zu Read Only Research eigentlich alles im Angebot und der Kunde kann sich das zusammenstellen, so wie er das möchte. Und er kann auch erst mit einem Read Only Angebot starten und sagen, hey, das gefällt mir so gut, die Performance ist klasse, ich nehme ein bisschen mehr, weil ich es dann brauche oder weil mir das was bringt. Also da haben wir alles drinnen, wie Baukasten, wie ein Baukastensystem. Und da entweder mich einfach ansprechen oder auch natürlich die normalen Mitarbeiter, in denen man im Kontakt steht, kann man gerne alles zeigen. Und wo wir uns über freuen, aber so ein bisschen die Qualität auch zu zeigen bei unserem Research, dass wir in den letzten Jahren die Performance, eine exorbitant geniale Performance hatten. Also unsere Bader-Topic-Liste hat dieses Jahr 28% Alpha generiert. Ich glaube, das ist wirklich außergewöhnlich. Ja. Seit 2013, seit wir die Liste aufgesetzt haben, waren wir 170% Alpha und auch andere Topic-Listen oder die Active Portfolio haben eine super Performance gezeigt. Und da denken wir schon, dass wir das gemeinsam für unsere Kunden mehr Wert liefern.
Cool, klingt nach einem spannenden Produkt. Ja, das hoffen wir. Ja. Ja. Wir versuchen es natürlich noch zu erweitern und zu verbessern, eigentlich hier mit einer Konferenz im Corporate Access. Ja. Ein weiteres spannendes Produkt hat unser Head of Derivative Sales Trading, Thomas Knoll, den ich jetzt mal kurz im Handelssaal besuchen werde. Gerne so machen, ja. Ich kriege jetzt gerade Besuch, also wir machen den Dezember 2008, 3300 Platzbrett, 3000 Mark. Okay, ja, notiere ich mir, machen wir später, haben wir gesagt, zum US Open, dann legen wir jetzt auf und dann sprechen wir einfach, okay? Alles klar, ciao, bis dann, gell? Ciao. Hallo. Hallo, ich hoffe, du hast kurz Zeit für uns. Ja, und zwar, sehr gerne. Das ist schön, das freut mich. Ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet. Und zwar ist die erste Frage, die mich brennend interessiert: Was kann ich mir unter Derivatehandel vorstellen? Was handelt ihr? Welche Produkte gibt es? Also, ja, sehr gerne. Gerne würde ich dir die Frage. Bei uns ist es so: Wir handeln gelistete Optionen und Futures. Das sind Produkte, die an Terminbörsen notiert sind, auf unterschiedliche Underlyings. Underlyings sind zum einen Aktien, Aktienindizes, dann haben wir Bonds, dann haben wir Währungen und dann haben wir zu guter Letzt noch Rohstoffe. Rohstoffe zum Beispiel wie Silber, wie Gold, Rohöl und so weiter. Ja, auch Sojabohnen, sogenannte Soft Commodities. Ja, da ist nichts ausgeschlossen worden. Okay, Sojabohnen klingt interessant, aber mich interessiert natürlich Gold und Silber. Wo handelt ihr das? Das handeln wir handeln tatsächlich nur die Finanzterminkontrakte, zum Beispiel in New York oder in Chicago an den Börsen. Was wir nicht machen, also wir schließen die physische Belieferung, schließen wir aus. Also wir tauschen keine Goldbarren aus oder Silberbarren, das machen wir nicht. Das können wir als Bank ja gar nicht. Wie gesagt, unsere Kunden handeln da die sogenannten Futures oder Optionen und die werden immer rechtzeitig wieder geschlossen, diese Kontrakte, sodass es nie zu einer physischen Belieferung kommen kann. Genau, nochmal vielleicht zu deiner Frage, wo. Wir sind da wirklich global aktiv. Also wir handeln in Asien, wir handeln in USA, wir handeln in Australien und handeln natürlich tagsüber auch in Europa, zum Beispiel auch an der Eurex. Das ist die größte europäische Terminbörse. Mhm. Sprichst du dann neben Fränkisch auch Chinesisch? Nein, Chinesisch leider noch nicht. Okay. Ich versuche manchmal auch ein bisschen Englisch zu sprechen. Klar, wir haben internationale Kunden. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, auch nicht nur einen, also wir haben auch Kunden aus Australien, die kommen zum Beispiel abends dann bei uns per E-Mail oder per Telefon durch. Und da haben wir für einen australischen Kunden zum Beispiel in Amerika Aktienoptionen. Also das ist eine global vernetzte Welt bei uns. Okay, und wie läuft es mit der Zeitverschiebung? Ja, das ist so. Ich habe gesagt, wir sind abends unterwegs. Also unser Desk ist besetzt von morgens 7.30 Uhr circa bis US-Börsenschluss. Das ist jetzt bei uns in der Sommerzeit 22 Uhr. Das heißt, wir sind eben so da, dass wir sagen, okay, wir können halt vormittags unseren Kunden noch einen Handel in Asien anbieten, da sich da die Handelszeiten ein Stück weit überlappen. Ja, und dann tagsüber ist sehr viel in Europa logischerweise Aktivität. Und am Nachmittag fängt dann der Handel in Amerika, in den USA an und geht dann bis spät in den Abend eben rein. Das bieten wir unseren Kunden an und es wird auch sehr geschätzt, dass die Kunden da quasi ein deutschsprachiges Team haben, das diese gesamte lange Handelszeit abdeckt. Klingt gut und aber auch ziemlich stressig. Und wieso handelt man Derivate und wer würde das zum Beispiel machen? Also wieso? Da gibt es natürlich unterschiedliche Motive. Ja. Das eine ist ein ganz klassisches Motiv, eine ganz klassische Strategie, das ist Hedging. Absicherung, sprich wenn jemand zum Beispiel ein Aktienportfolio managt und sich dagegen Verluste absichern will, dann kommt er zu uns, ja, und sichert sich da eben diese gegen Verluste ab. Man kann sich auch, es klingt vielleicht komisch, auch gegen Gewinne absichern bzw. Gewinne limitieren. Da kommen wir schon zum nächsten Laden. Das ist dann eher eine Prämieneinnahmestrategie. Also wir haben viele Kunden, die verkaufen Optionen, die verkaufen Calls und Puts, generieren damit Einnahmen. Das ist eine sehr beliebte Strategie. Dann gibt es noch Volatilitätsstrategien, zum Beispiel Strangles und Straddles mit Optionen. Das wird noch gemacht.
Ja, und zu guter Letzt, was es natürlich auch gibt, man kann Derivate auch aus spekulativen Gründen, aus der Spekulation einsetzen. Zur Frage, wer es handelt, das sind unsere institutionellen Kunden, zum Beispiel Vermögensverwalter, ja, die für ihre Kunden aktiv sind, Asset Manager, und wir haben hier ein Asset Management Team im Haus, ich würde vorschlagen, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ja, super, ja? Gerne. Okay. Hallo Andreas, servus, grüß dich. Das Filmteam war gerade bei mir, vielleicht hast du kurz Zeit, dass du den auch noch mal kurz erläuterst, was du so machst. Du bist ja quasi ein Message-Manager und solches im Grunde bei uns. Wir immer, glaube ich. Ja? Ich gerne, ja. Okay, danke. Ciao. Ciao. Sie sind Fondsinitiator, Fondsadvisor oder Portfolio-Manager eines Fonds oder wollen es werden? Dann habe ich bestimmte Informationen, die interessant für Sie sein können. Mein Name ist Andreas Lombowski und zusammen mit meinem Kollegen Jochen Ammer leiten wir die Abteilung Asset Management und Services. Als Outsourcing-Partner von KVG und Asset Managern haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, unsere Kunden bei ihren täglichen Herausforderungen im Asset Management zu unterstützen. Und zwar so, dass sie sich voll auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, während wir uns um den Rest kümmern. Arbeitsbereiche, die wir ihnen abnehmen können, sind zum Beispiel die Anlagegrenzprüfung mit einer sekundenschnellen Pre-Trade Compliance, eine Real-Time-Schattenbuchhaltung, Middle-Office-Services oder die Übernahme der regulatorischen Meldungen. Last but not least natürlich unser Trading-Desk. Unser Buy-Side-Trading-Desk steht Ihnen zwischen 7.30 Uhr und 22.15 Uhr zur Verfügung. Sie haben damit Zugang zu einer Handelsinfrastruktur und einem Team, das zurzeit für ein Fondsvolumen von über 10 Milliarden Euro international und in allen Assetklassen Orders exekutiert. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die technische Infrastruktur und die damit verbundenen operationellen Risiken können schnell zu unerwartet hohen Kosten bei Ihnen führen. Wir stellen Ihnen unsere Plattform auf einer attraktiven, variablen Kostenbasis zur Verfügung. Sie haben Planungssicherheit und können problemlos skalieren. Unser Dienstleistungsangebot in Kombination mit unserem Netzwerk von 17 KVG, 20 Verwahrstellen und über 100 Brokern ist einmalig in Deutschland. Wenn auch Sie davon profitieren wollen, rufen Sie uns an. Apropos anrufen, ich rufe jetzt meinen Kollegen Sebastian Niedermeyer an. Er ist Head of Multi-Asset Execution auf der Sell-Side der Baader Bank und hat sicherlich auch interessante Informationen für Sie. Hallo Sebastian. Hallo Andreas, du möchtest wissen, warum man mit Baader über Handelsthemen sprechen sollte? Ganz einfach. Die Baader Bank steht für Wertpapierhandel. Die Baader Bank ist Wertpapierhandel. Die Kernkompetenz der Baader Bank ist Wertpapierhandel. Wenn Sie auf NTV das Parkett der Frankfurter Börse sehen, so sehen Sie Baader Bank mit dabei. Denn über 50% des dortigen Personals arbeiten für Baader. Vielleicht interessiert es Sie auch, dass wir bereits weltweit mit vielen großen Kundengruppen zusammenarbeiten. Unter anderem Sovereign Wealth Funds, Mutual Funds, Hedge Funds, Versicherungen, Family Offices, Vermögensverwalter, Banken, andere Broker. Und diese schätzen uns für, zum einen für unsere State-of-the-Art-Handelsinfrastruktur, für die hohe Ausführungsqualität in Aktien, Renten, ETFs, Exchange-Traded Derivatives und anderen gelisteten Assetklassen. Zum anderen schätzen sie uns für unser attraktives Pricing. Sie schätzen uns dafür, dass die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand zentral aus München heraus angeboten wird. Das heißt für Sie kurze Wege, schnelle Lösungen mit Backoffice, Middle Office, Front Office, Trading Support und das von 8 bis 22 Uhr. Unser Support spricht übrigens auch Deutsch.
oder zumindest bayerisch. Wenn auch Sie von der Servicequalität der Bank, von der Servicequalität der Bank, von der Servicequalität der Bank für Wertpapierhandel in Deutschland profitieren wollen, so kommen Sie sehr gerne mit Ihren Handelsthemen auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie.